Meine Freunde, es freut mich wieder, euch begrüßen zu dürfen. Oder auch meine Feinde, man weiß ja nie, wie ihr zu einem steht. Wir spielen heute wieder Hearts of Iron 4, tatsächlich, mit der wunderschönen Between Two Giants Mod. Die habe ich vor langer Zeit mal in einem Stream gespielt und die war ja sehr interessant. Ich habe mich ja übelst darüber aufgeregt, dass der Fokusbaum zu groß ist. Aber wie sagt man immer so schön, auch ein großes Teil will erkundet werden. Und deswegen erkunden wir heute nochmal den Bundesstaat Österreich und gucken mal, welche wilde, verrückte Dinge wir heute erleben können. Was ich auch immer gerne erlebe, ist, wenn ihr den Daumen nach oben reckt oder sogar ein Abo da lasst. Das würde mich persönlich, meinem Kanal und allen anderen Lebewesen auf Erden sehr freuen. Und ich zeige euch auch gleich mal das Gerät. Da ist er. Das Riesending. Und das Beste ist, wir haben keine Hakenkreuze, SS-Runen oder andere bösartige Dinge, wo der Verfassungsschutz gleich wieder aufschreckt aus seinem Tiefschlaf. Und das Ziel sollte natürlich erstmal sein, das Land zu retten und danach zu gucken, ob und wie wir weiter vorgehen. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Denn wie immer, ich gehe an der ganzen Geschichte relativ blind ran. Eine Allianz mit Polen scheint mir jetzt aber erstmal relativ unwahrscheinlich. Ich würde einfach mal sagen, wir spielen Österreich kommunistisch und versuchen Deutschland zu übernehmen. Was haltet ihr davon? Ach, es ist mir egal, ich mach's trotzdem. Ja, ich liebe Hearts of Iron 4, es ist so ein schön bescheuertes, verrücktes Spiel. Da kannst du eine Mod 20 Mal spielen und hast rein theoretisch für 6 Wochen Content. Und das Schöne ist, wir spielen auch schon auf der neuesten Spielversion, das ist die 1.1.3.4. Ja, es gibt schon 4 Mini-Updates in der Zwischenzeit, bis das Video rauskommt, wahrscheinlich 5 oder 6. Und wie immer, die Mod verlinke ich euch natürlich nicht in der Videobeschreibung. Habt ihr quasi Pech gehabt, wenn ihr die sehen wollt. Bin übrigens gerade echt ernsthaft vom Überlegen, was ein Hirtenberger mit Artillerie zu tun hat. Der soll doch lieber mal auf seiner Weide stehen bleiben. So, wir müssen jetzt den rechten Weg wählen, um den linken zu gehen. Das klingt immer sehr komisch und ist auch ein bisschen gegen meine Natur. Die Mod bringt übrigens noch ein paar andere coole Features mit, wie zum Beispiel Gebiete claimen, was ich immer persönlich sehr begrüße. Ich claime auch jeden Tag das Grundstück meines Nachbarn, hat aber bislang leider noch nicht funktioniert. Außerdem können wir wieder Ministerium für staatliches Informationswesen ausführen. Wer auch immer das gerade war. Also auf gut Deutsch gesagt, Propaganda. Und wenn irgendwas seit Jahrhunderten immer gut funktionierte auf Erden, ist es Propaganda. Das ist in jeder Kultur, in jeder Religion, in jeder Ideologie so. Propaganda funktioniert immer. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Weil wenn der Feind dann doch mit dem Panzer die eigene Haustür einräumt, dann hilft auch die Propaganda nichts mehr. Und damit bewegen wir uns gegen die Heimwehr und verkleinern den Fokusbaum gleich mal ein bisschen und entfernen diesen Schuschnick, weil den mag ich nicht, der Name ist blöd. Österreich über alles. Darf ich das überhaupt sagen? Ja, das ist genehm, glaube ich. Aber wir nehmen erstmal Arbeiter von Österreich ersteht oder wieder aufersteht oder so. Wählet kommunistisch. Das passt sogar. Cool. Achso, lol. Hab ich gar nicht gesehen. Kommunistische Supporter sind 0,5. Augen auf beim Eierkauf, sag ich immer. Oder beim Holy-Kauf. Ah, Deutschland ist ein Bürgerkrieg. Das ist fast schon ein Sechser im Lotto. Denn am Ende des Tages bedeutet das für mich, ich kann gemütlich chillen. Außer, die entscheiden sich dann später, diesen komischen Adenauer auf den Thron zu setzen. Unter dem Vormantel einer Demokratie, um dann die Europäische Union zu gründen und die gesamte Welt zu unterwerfen. Weil dann kann ich auch gleich alte 4 drücken. So, jedenfalls, der Mann ist schon mal weg vom Acker. Und wir pushen dann natürlich hier dementsprechend jetzt erstmal wunderschön den Kommunismus. Was mir noch viel mehr Spaß macht, wir bannen direkt demokratische Parteien, denn kein Schwein braucht Demokratien. Auch ein kommunistischer Revolutionär darf sich hier direkt nicht reinbewegen, weil er ist zu teuer. Aber jetzt. So, jetzt kann ich aber noch gar nicht verbannen, was mich ein bisschen langweilt. Wir müssen quasi noch warten, bis das Rote etwas stärker wird. Was da auch immer hilft, ist ein bisschen die politischen Diskussionen zu eröffnen. Oder auf Deutsch gesagt, wir schlagen alle zusammen, die anders denken. Und wie man immer so schön sagt, wenn er am Boden liegt, dann hör auf ihn einzuschlagen, sondern frag ihn ganz freundlich, ob er denn jetzt die richtige Partei wählen möchte. Wenn er immer noch die falsche Antwort gibt, dann versuchen jetzt hier auch tatsächlich mal zur Heimwehr zu kommen. Auch wenn wir sie gecrushed haben, ist sie relativ stark und gibt uns ein paar juicy Boni auf der höchsten Stufe. Das ist doch eine Sache, die ich dann noch mit in Angriff nehmen möchte. Damit sind hier zumindest die Entscheidungen klar, in welche Richtung wir gehen wollen. Ja, so viele kleine Sachen, die man beachten muss. Fake-Wahlen, ja. Würde mich sehr freuen, aber da wir nicht, wir müssen uns leider weiter Richtung Heimwehr bewegen, auch wenn ich Fake-Wahlen sehr begrüßen würde. Denn Fake-Wahlen stellen immer sicher, dass der gewinnt, der auch wirklich gewinnen soll. Total faszinierend, wie schnell einfach mal 100.000 neue Menschen aus der Erde gestanzt werden. Das ist wahrer Kommunismus. Ich habe gerade festgestellt, dass ich ja gar nicht weit Richtung Heimwehr gehen kann. Das heißt, alles, was ich gerade getan habe, war komplett kontraproduktiv und ich bin geistig behindert. Ich hätte lieber... Ah, Live-Aufnahmen, ich hasse sie. Es wäre jetzt so einfach neu zu starten.
Aber nee, mache ich natürlich nicht. Nachdem wir jetzt mein Bankkonto abgeschlossen haben, nämlich nahe Bankrott, können wir jetzt weitermachen und die Heimwehr vernichten. Ja, wie gesagt, alles sehr kontraproduktiv gewesen, was ich getrieben habe bis jetzt. Aber deswegen liebt ihr mich doch, ne? Oder? Kampf gegen Faschismus, jawohl. Nieder mit den Fasch... So schaue ich auch jeden Morgen. Zu geil. Und sind übrigens noch nicht kommunistisch. Wir haben nur den anderen umgebracht. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Es ist die Namen alleine. Das Bauernvolk der kommenden Welt. Wenn ich das sage, werde ich gleich wieder gesperrt. Apropos gesperrt, es gibt einen neuen Krabben-Emoji für Kanalmitglieder mit einer Krabbe hinter Gittern. Gerne mal rein spammen in den Chat, in die Kommentare. Und dem nicht zahlenden Menschen zeigen, wie cool ihr seid. Habe euch aber alle lieb, egal ob ihr zahlt oder nicht. Muss übrigens auch keine Gedanken mehr machen mit den... Was ist denn das jetzt? Was für Bürgerkrieg? Boah, es ist belastend. Was soll das denn jetzt? Digga, die soll mich mal in Ruhe lassen. Vor allem, ich habe Truppen im... Hä? Ihr seht das auch, was ich sehe, oder? Das ist alles sehr belastend gerade. Ach so, das ist ein Bürgerkrieg in einem Bürgerkrieg, oder was? Oder, hä, warum bin ich denn im Krieg mit Deutschland? In die Deutsch-Österreich... Ach, scheiß drauf, Digga. Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt sehe ich auch wenigstens, was abgeht. Ja, erstmal Faschismus verbannen. Weg mit den Irren. Naja, also German Reich sends Support to the Austrian Nazis. Na, who had guessed? Sag, Schaß. Vorarlberg hat dir seine Unabhängigkeit erklärt. Übrigens, die Sowjetunion garantiert unseren Arsch jetzt. Eigentlich schütze ich meinen Arsch schon mal gerne selber, aber in dem Fall dann halt nicht. Übrigens, Linz erobern dürfte das hier gleich mit den Deutsch-Österreichern gewesen sein. Oder auch nicht. Fall them in the back. Nix da, Alter. Wie soll ich denn jemanden in den Rücken fallen, wenn ich selber nicht mal mein eigenes Land besitze? Da hör doch auf zu klagen und greifen erstmal Furt an. Irgendwann müssen wir den Bürgerkrieg mal gewinnen. Also ich bin generell positiver Dinge. Plus wir haben 2 Sterndivisionen bekommen und das allerbeste ist, die sind kompletter Trash. Aber egal, wir nehmen, was wir kriegen können. So, jetzt machen wir dann einfach mal weiter mit, als ob ich hier irgendjemandem vertrauen würde von diesen ganzen Verrückten. Mit unserer Wirtschaft, die muss dringend verbessert werden. Ah, Deutsch-Österreich ist weg. Tschüss. Damit bleiben nur noch ein paar verbleibende, versprengte Irre. Namens österreichischer Bundesstaat unter Emil Fey, weil der Schuschnigg ist ja nicht mehr da. Und damit fällt die letzte Provinz unserer Feinde und Österreich ist wieder vereint. Unter dem roten Stern der Sonne. Unter dem Hammel, der die Sichel schlägt. Und jetzt beginnen wir mit dem Kampf nach dem Krieg. Sehr dramatisch auch. Und vielleicht sollte auch mal ein bisschen Armee-Staff mit einstellen. So, Vorarlberg will neutral bleiben. Die Schweiz sagt, wir verteidigen euch. Und ich sage, verpisst euch. Im Gegensatz zu den Schweizern haben wir schon einen Krieg hinter uns. Wir sind kampferprobt. Wir sind bereit, wieder einmal die Schweizer zu vernichten. Oder unsere Feinde in dem Fall, weil gegen die Schweizer haben wir noch gar nicht gekämpft heute. No risk, no fun, sage ich immer. Let's go, boys. Danke, Sowjetunion. Aber ich habe gerade noch kein Interesse daran. Das Problem ist, wir wissen nicht genau, was mit dem Bürgerkrieg da später abgehen wird. Wie befürchtet. Es wird ein Stellungskrieg. Weil die Schweizer uns angreifen, was ich positiv finde. Das kostet schon, ist schon mal ein paar Schweizer Leben. Verluste 6-2-3 zu 11-7-6. Manpower ist relativ ausgeglichen. Sterbt ruhig alle an meinen Grenzen. I love it. Vor allem, ich warte darauf, dass hier eine 35 steht. Warum werdet ihr gleich verstehen? Ja. Wir tun gleich noch Frauen mit in die Armee stecken. Sehr gute Idee. Also die Verluste sind eindeutig. 8 zu 45.000. Aber die Armee ist deutlich größer geworden von den Schweizern. Aber wir können jetzt Folgendes machen. Ideologische Loyalität. 500 wöchentliche Manpower ist übelst juicy. Weil du kannst noch so viele Truppen haben. Wenn die Truppen keine Waffen haben, naja, dann wisst ihr selber, was passiert. Propagandaministerium leuchtet auch auf Hochtouren. Wir sind also rot. Da sehe ich gar nichts anderes mehr. Da ist ja der sowjetische Bürgerkrieg. Genau aus dem Grund habe ich mich hier noch keinem angeschlossen. Man weiß ja nie, was passiert. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Trotzki easy auf die Fresse bekommt. Aber wir alle wissen, unterschätze niemals Trotzki. Nutzen wir doch kurz diese Sekunden und bedanken uns bei den Kanalmitgliedern. Diejenigen, die jeden Monat dafür sorgen, dass ich meine Rechnung bezahlen kann. Der Kanal läuft, ich alle Leute bezahlen kann, die hier mitarbeiten. Und immer noch motiviert bin, jeden Tag neue Videos aufzunehmen. An der Stelle an euch alle ein extra fettes Dankeschön für euren Support. Aber natürlich auch an alle anderen, die die Videos schauen, liken und kommentieren. Danke, ihr seid die Geisten. Wird man nebenbei Panzer erforschen. Wir haben nämlich eine Panzerdivision, aber keine Panzer. Verstehe auch wieder, wer will. Da gibt es noch ein paar coole Boni für das Bundesheer und Manpower. Oh Leute, es gibt noch so viele Sachen, die wir machen können, müssen, tun. Krieg zwischen Indien und Pakistan läuft übrigens auch sehr interessant. Pakistan bohrt sich gerade durchs indische Herz, wie die Streiks sich durch mein Land. Ich hasse ja Streiks abgrundtief, ne? Minus 0,04. Eine Katastrophe.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, frage ich doch unsere Führung. Wir haben jetzt ein bisschen Luftunterstützung, leider nicht wirklich viel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen großen Unterschied machen wird. Hello Democracy, Digga, hau ab, Alter. Das ist ein totaler Staat natürlich. Und der Typ, der ist richtig... Der gibt uns kommunistische Unterstützung, weniger Konsumgüter, Fabriken, Kriegssupport, Stabilität, politischen Machtzuwachs, ein wahrer Premium, Junge. Wir machen erstmal unsere Bundeswehr nochmal ein bisschen stärker. Rekrutierbare Bevölkerung und wöchentliche Bevölkerung. Und wie erwartet, Kollege Trotzko hat gewonnen. Ja. Hätte ich mich Stalin angeschlossen, wäre ich jetzt tot. Also nee, wäre ich nicht, weil Bürgerkrieg halten wir uns ja automatisch raus, aber trotzdem. Oh, dem Herrgott sei Dank. Wilhelm ist wieder zurück auf den Thron. Hatte schon Angst, ist jetzt den Adenauer wieder dahin, den alten Mann. Ich bleib noch ein bisschen allein, aber Dankeschön an die Sowjets fürs Einladen. Ja, aber langsam bauen wir unsere Luftwaffe doch ein bisschen auf. Ich denke mal auch, dass wir innerhalb kürzester Zeit doch mal durchbrechen dürften durch die Schweizer Linien. So, dann würde ich mal sagen, wir machen unseren eigenen Kommunismus. Habe ich irgendwie Bock drauf gerade. Oh, ein extra Forschungslot. Das ist ja nice. Ja, aber das habe ich doch schon, das Vorarlberg-Zeug. Mal jetzt wieder Sachen, die ich schon habe irgendwie. Ich komme auch einfach nicht durch, ne? Ich komme einfach nicht durch diese Schweizer nervigen Linien. Das ist so frustrierend. Reforming der österreichischen Polizei, okay. Vielleicht erstmal die Armeereformer. Ja, komm, hast du taktische Bomber, die feindlichen Versorgungslinien zerstören, rennen sie panisch um die Ecke, ne? Feiglinge. Ah, im Norden geht's übrigens auch ab. Versuche jetzt mal ganz taktisch mit meinen Paratroopern hier in Zürich zu landen. Dieses Trauerspiel mal zu beenden. So, das war erfolgreich. Würde sagen, wir chillen jetzt einfach mal hier eine Runde weiter. Während wir auf der anderen Seite den Druck wieder aufbauen. Zum Glück bin ich nicht dem Bündnis mit den Sowjets beigetreten, weil die sind noch direkt im Krieg mit den Sowjets. RIP. Ich meine, ja, hätte ja klappen können, ne? Ah, gucken, ob das dann gleich besser funktioniert, euch wieder auf die Schnauze bekommen. Schau, da ist nie einer, Alter, ne? Muss doch einfach mal nur das Ganze nutzen, was man hier bekommt. Naja, das sieht jetzt schon etwas besser aus. Oh, und Vorarlberg hat kapituliert. Die Nation, um die es die ganze Zeit ging, hat ohne einen einzigen Soldaten zu verlieren kapituliert. Und die Front ist auch komplett zusammengebrochen. Wir können die Schweiz jetzt wahrscheinlich dann aufwischen wie ein Stückchen Dreck am Boden mit einem feuchten Tuch. Jawohl, ich musste nur... ich musste gar nicht alles erobern. Die haben noch zwei Provinzen direkt kapituliert. Ja gut, wobei ich habe die Hauptstadt erobert. Ah, meine Freunde. So sieht's aus, wenn man sich mit Österreich anlegt. Hat auch nur 4 Jahre gedauert. Digga, wir können einfach unsere Berge komplett ausbeuten. Schau mal, was uns das alles gibt. Boah. Ja, wobei, ich glaube, das muss noch ganz kurz warten, weil ich würde erstmal gerne noch ein bisschen Nachbarn besuchen fahren. Zum Beispiel Ungarn. Wir bekommen für Tage nochmal 1000 wöchentliche Manpower. Ich liebe es. Es ist angerichtet. Und keiner hilft in Ungarn. Würde mir hart auf den Sack gehen. Oh, nee. Ah, verdammt, das ist doch nicht angerichtet. Ah, Fehler. Naja, ich glaube nicht, dass die Ungarn auch nur ansatzweise so stark sind wie die Schweizer. Das sollte trotzdem nicht wirklich problematisch werden. Oh, nee. Oh, nee, das ist ein Problem. Okay, ist doch kein Problem. Früher hat es noch funktioniert. Oh. Hm. Hast du falschen Jäger und kannst du nicht einsetzen, ne? ich hasse mein Leben. Ja, natürlich, Polen auch noch. Weil wir haben jetzt unsere Truppen schnell zur Grenze schicken können, aber ja, ist ja trotzdem blöd. Einzig Schöne ist, dass die Deutschen schon relativ viele Kriege auch am Laufen haben. Dann treten wir jetzt trotzdem den Sowjets bei... Nee, weil wenn die kapitulieren, bin ich auch noch im Arsch. Meine Operation war doch mal erfolgreich, schau an. Und so schnell wie es begonnen hat, ist es auch wieder vorbei. Aber solange Deutschland nicht beitritt, ist alles chillig. Das sag ich ja jetzt nicht zum ersten Mal. Na, Forts klingen erstmal ganz gut. Wir brauchen ja Schutz gegen Deutschland aus gegebenen Anlass. Und nebenbei werden wir erstmal unsere Ressourcenvorräte ein bisschen erhöhen. Deutsches Kaiserreich hat Südafrika den Krieg erklärt. Also, wenn ich auch viele Dinge nicht verstehe, aber das verstehe ich jetzt noch viel weniger, weil es ist jetzt nicht auch unbedingt so, dass die Deutschen direkt hier an der Grenze zu Südafrika wären, aber scheinbar hat man hier im kaiserlichen Trinkspiel ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Ja. Okay. Muss ich nicht verstehen, I guess. Was ich jetzt ganz schnell mache, ist gucken, dass wir den Deutschen den Krieg erklären, dass wir vielleicht ein paar Gebiete snacken können. Deutschland kriegt auf alle Fälle massiv auf die Fresse. Und im Süden brechen wir durch die ungarischen Linien, während die Vereinigten Staaten auch dem Nordsee-Empire den Krieg erklärt haben. Und damit automatisch dem Deutschen Reich. Damit marschieren auch wir jetzt Richtung deutsches Territorium. Und Großbritannien ist dem Deutschen Kaiserreich beigetreten.
Wäre es natürlich noch ein richtiger Move, wenn auch Italien... Okay, können sie nicht mehr. Wenn die Ungarn besiegt haben, können wir uns zumindest auch hier noch um die Deutschen kümmern. Ich habe nicht gerade gesehen, da passt gar keiner von uns auf. Glücklicherweise sind die Deutschen aktuell nicht unbedingt in der besten Situation, um eigene Offensiven zu starten. Ich möchte fast ein bisschen sagen, die Luft zum Atmen wird dünn. Und Ungarn ist auch dünn. Also weg. Deutschen kapitulieren aber auch echt jetzt relativ schnell, muss ich gestehen. Und die Franzosen geben ja auch auf die Eier. Mal gucken, wen wir uns als nächstes dann noch entgegenstellen werden. Ich tippe mal auf die Europäische Union. Ich kann es mir aussuchen. Hier gibt es ja so viele verschiedene Bündnisse in der Zwischenzeit. Wobei die was für deutsches Kaiserreich-Koalition, hä? Okay. Ja, scheinbar ist der Tee doch noch nicht ganz getrunken. Eventuell habe ich vergessen, dass Polen mit uns ja auch im Krieg ist und habe jetzt ein bisschen die Front. Ich sag da gerade nichts zu. Es ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Italien hat übrigens einen richtigen Bitch-Move gebracht und ist aus dem asiatischen Bündnis raus und dem deutschen Kaiserreich beigetreten. Naja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir 1941 schon so eine Situation haben. Da gibt es nochmal ein paar juicy Boni für unser Bundesheer. Mobilisierungsgeschwindigkeit, weniger Penalties, wenn wir keinerlei Versorgung mehr haben. Und höhere Range der Versorgung, sehr nice. Genau das habe ich gebraucht, vor allem wenn man sich den Scheiß hier anschaut. Man sollte auch nie angreifen, wenn man sich nicht sicher ist, dass man den Feind noch besiegen kann. Edita, okay, ich sag schon nichts mehr. Die Franzosen scheinen mal wieder ein einfaches, gefundenes Fressen zu sein. Vor allem, die haben doch angeblich um 1 Million. Mann, wo sind denn die schon wieder alle? Ja, ist auch sehr nice. Wir kriegen hier nochmal irgendwie 100% monatliche Bevölkerung. Wenn die irgendwas braucht, dann sind es mehr Menschen tatsächlich. Wir haben aktuell schon ein kleines Problem, was Menschen angeht. Unsere Vorratslager sind leer. Die Deutschen fallen aber auch einfach nicht, ne? Zähes Völkchen. Ich weiß, ich könnte natürlich einem Bündnis beitreten, aber irgendwie, kann es mir nicht erklären, habe ich da keinen Bock drauf aktuell. Will lieber weiter alleine kämpfen, weil es irgendwie viel unterhaltsamer ist gerade. Voila, Krise. oh Gott, was ist nur wird hier? Aber immerhin das Deutsche Reich, das ist gleich weg. Und das wäre so wichtig. Die Italiener, die machen sich gerade über uns lustig, die Italiener. Das muss man sich mal geben, Alter. Auch im Norden sieht es nicht gut aus. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass die echt nochmal so stark werden, die Deutschen. Nee, warte mal. Das sind ja gar nicht die Deutschen. Das sind die anderen. Die sind ja gegen die Deutschen, hä? Ich verstehe nur noch Bahnhof. Was ist eigentlich mit der Union hier? Irgendwie ist die Müll. Naja, klassische Union halt, ne? Das ist übrigens der Super-GAU. Frankreich ist gefallen. Ah, das Kaiserreich ist weg, Gott sei Dank. Endlich. Hoffe ich mal, dass Polen oder so durch die Aktion dann irgendwie kollabiert oder so. Hoffe ich, dass die Sowjets in der Lage sind, irgendwie diese neuen Gebiete für sich zu nutzen. Das ist meine einzige Hoffnung, so gerade mit ein bisschen. Da ich davon ausgehe, dass Belgien gleich kapituliert, werde ich mich hier schon mal verdünnelisieren und meine Front ein bisschen verschmälern. Da ist Belgien dahin gegangen. Mein General sah schon besser aus für mich. 600.000 Mann auf unserer Seite sind bis jetzt gefallen. Auf gegnerischer Seite, naja, auch schon jede Menge. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, das läuft super. Ja, die müssen mal chillen, Alter. Jetzt mal no joke. Was geht denn ab mit denen? Ich weiß ja nicht mal, wer mich angreift. Briten, Brasilianer, Deutsche. Keine Ahnung, was sie noch alles hier rüber karren. Briten erklären aktuell relativ viele Nationen den Krieg. Pakistan, Bangladesch und Co. Und Griechenland ist auch irgendwie im Krieg mit drin, weil die Italiener denen den Krieg erklärt haben, I guess. Bulgarien ist übrigens auch im Krieg mit drin irgendwie. Haben auch ein paar Divisionen, das ist sehr erfreulich. Aber ich hoffe wirklich, dass die Tschechoslowakei nicht fällt, ansonsten kann ich hier alte 4 drücken. Oh, Griechenland hat der Türkei den Krieg erklärt und die Türkei tritt damit natürlich dem deutschen Kaiserreich bei. Ihr geht mir alle am Sack langsam, ich sag euch, wie es ist. Schau ich jetzt mal an, dieses beschissene Bündnis, Alter. Deutschland war schon tot und trotzdem leben sie noch. Naja, Ungarn hat erneut kapituliert. The best of the best. Das bin ich. Manpower ist übrigens auch wieder back in business, erfreulicherweise. Ja, ich bin ja eher optimistisch angehaucht, aber das ist jetzt schon sehr pessimistisch, was jetzt hier gerade passieren wird. Der Fall der Tschechoslowakei, der ist jetzt sehr schmerzhaft. Die polnisch-rumänische Allianz hat sich jetzt auch noch gegründet. Ja, ja, wenn Rumänien jetzt auch noch angreift, dann war es es wirklich. Rumänien oder Jugoslawien, wenn jetzt noch Faxen machen, dann mache ich alte 4, weil dann habe ich wirklich gar keine Chance mehr. Meine Freunde haben übrigens noch ein bisschen mehr Probleme in der Zwischenzeit. Die Japaner haben auch eine Meinungsverschiedenheit mit denen, aber die haben eine Meinungsverschiedenheit mit allem, was lebt. Das ist zumindest ein bisschen Gleichberechtigung. Ja, ich langweile mir hier gerade einen Ast ab. Weiß nicht, was ihr gerade so schreibt. Ja, ihr schaut euch das Video an. schlechte Entscheidung. So, jetzt setzen wir noch Frauen in die Armee. Hoffen wir, dass ich dafür nicht gelügt werde hier im Spiel. Hier, wir machen das Erste. Es gibt Arbeit hinter der Front. Ich möchte ja nicht, dass meine Frauen sterben. Niemand würde eine Frau in den Tod schicken. Trust Italia. Warum nicht?
Ja, Italien hat jetzt nebenbei noch Jugoslawien den Krieg erklärt, was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde. Das Besondere ist, Jugoslawien wurde garantiert von Rumänien und die sind jetzt auch noch mit dem Krieg dabei. Also jetzt wird es nochmal alles sehr interessant. Ich meine, das kann für mich backfiren, das kann aber auch für mich ein Jackpot werden. Rumänien bringt 500.000 Mann mit, Jugoslawien nochmal 300.000 bis 400.000 Mann. Und wir machen jetzt die Human Wave Offensive, nochmal 5% mehr rekrutierbare Bevölkerung. Manpower, ca. 11, 12 Millionen auf unserer Seite gegen 7 Millionen auf feindlicher Seite. Ja, ja, jetzt habt ihr euch verzockt, ihr Penner. Okay, danke für nichts oder so. Oder was auch immer diese Friedensverhandlungen mir jetzt sagen sollten. Ich finde es immer absolut juicy, wenn wir in dieser Situation, die sich dazu entschließen, ihre Fronten erstmal komplett zu bumsen. Könnte auch damit zusammenhängen, dass sie dann doch noch ein paar mehr Fronten haben aktuell, was ich sehr positiv finde. Ja, manche Fronten sind gar nicht abgedeckt, wie hier in der Region. Andere hingegen sind komplett overstacked, wie hier die Region. Verstehe einer die KI, ne? Ich verstehe sie nicht. Das sind die kleinen Erfolge, meine Freunde, die den Unterschied ausmachen. Zum Beispiel, wenn du leicht bekleidete italienische Truppen aus Eritrea beseitigst. Der Kriegsbeitritt von Rumänien und Jugoslawien hat echt einen Unterschied ausgemacht, erfreulicherweise. Das ist jetzt ein faires Duell. Ah, jetzt werde ich aber zurückgepusht. I don't like it. Österreichische Soldaten, haltet Stand gegen den Ansturm feindlicher Soldaten. Ja, weißt du was, scheiß drauf. Wir treten den nicht den Sowjets bei. Die haben ein zu großes Päckchen noch zu tragen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bleibe bei meinem kleinen Päckchen hier. Ja, er ist fast genauso groß. Hallo, IBIMS, 1 Mobilisierung. Wir sind ja bei 20%. Wird auf 15% hochskaliert, sind wir dann quasi bei ein paar Prozent mehr. Aber ich habe jetzt da wirklich bei. Ja, halt nur 8 Millionen Kernbevölkerung. Halt keine Ahnung, wo ich die Soldaten herziehen soll. Wir machen jetzt YOLO. Swag. Die Polen werden aktuell hart durchgenommen. Oh! Bewegung, Männer, vorwärts. Marsch, Marsch. Es krimmt der Zugsführer. Jawohl. Könnt ihr gerne lesen, wenn ihr Bock habt. Ich habe keinen Bock drauf. Oh, by the way, Spanien ist der 4. Internationalen beigetreten als knallharte Faschisten. Ich habe keine Ahnung, warum. Könnte damit zusammenhängen, dass die irgendjemanden den Krieg erklärt haben oder so. Oder irgendjemand den, was weiß ich schon. Bulgarien hat übrigens irgendwie die Seiten gewechselt oder so. Jedenfalls sind die jetzt im Krieg mit den Jungs und hey, Hilfe, Hilfe. Man kann nicht eigentlich mal hier irgendwas claimen oder machen. Achso, wir brauchen mindestens 40% Compliance. Ah, ist das ekelhaft. Ja, die haben auf alle Fälle hart aufgerüstet. 200-300 Divisionen in der Zwischenzeit. Vielleicht sich trotzdem dem mal beitreten. Daddy, please accept me to your faction. No, nicht. Das Gute ist, jedes Mal, wenn wir jetzt einen Staat übernehmen, dadurch, dass wir so eine hohe rekrutierbare Bevölkerungsanzahl haben, auch bei Nicht-Kerngebieten, bekommen wir jedes Mal einen fetten Schwung neuer Manpower dazu, wenn wir ein Gebiet übernehmen, egal ob befreundet oder nicht. Ah, jetzt laden sie mich ein. Na, endlich. Dankeschön, Daddy Supreme Sowjets. Ah, Jugoslawien hat uns Slowenien abgetreten. Großherzige Gestalten, die doch sind. Und ja, ich arbeite mich immer noch den Fokusbaum herunter. Ekelhaft, ich erobere Gebiete für die Franzosen zurück. Wer macht denn sowas? Wie stark seid ihr jetzt eigentlich? Das ist das Einzige, was mich interessiert. 2,3 Millionen Mann, 240 Divisions, strong. Ja, also aktuell bin ich bester Dinge. Wir sind quasi Deutschland geworden. Die Sozialistische Demokratische Republik Österreich, Deutschland. Krabbe, du lachst immer so komisch, das hört mich voll ab. Sollst du auch nicht aufgeilen an mir, Mann. Nach langem ist auch endlich Polen gegangen. Größtenteils durch Rumänien und die SSSR, nicht durch mich. Hab mein eigenes Haustier. Mein italienischer Schoßhund. Hä? Moment, stopp, stopp. What ist das? Jetzt haben wir natürlich eine XXL-Front. Das ist jetzt. Zum Glück habe ich das noch gesehen, Alter. Ich habe das zwar nicht gecheckt gerade, weil Brain AFK hat mir nur gerade gedacht, warum ist denn da ein roter Stern und das ist nicht auf der Flagge von mir? Also, wir haben Europa befreit, Italien unterworfen, Deutschland gehört mir und jetzt müssen wir uns um den Osten kümmern, der eigentlich zu meinen Verbündeten gehört, aber irgendwie jetzt auch wieder zu unseren Feinden und. Darauf nehme ich mir erstmal einen fetten Schluck Cody, das könnt ihr mir glauben, damit ich hier nochmal fit bin für die nächste Runde. Oder für die letzte Runde. Warum genau haben wir eigentlich amerikanische Soldaten auf französischem Territorium, die meinen italienischen Verbündeten angreifen und egal. Jugoslawien ist schon mal von uns gegangen. War jetzt nicht wirklich ein großes Hindernis und auch Rumänien dürfte relativ schnell in den Gulaschfladen beißen. Ah, Litauen. Keine Ahnung, weil ich Litauen angegriffen habe. Die Sozialistische Weltrepublik. Das ist genau mein Stuff, Alter. Nochmal 2000 wöchentliche Männer. Der Rest ist mir scheißegal. So. Ich würde mal sagen, ich bin aktuell relativ glücklich, aber wir staubsaugen noch kurz weiter. Weil ich jetzt irgendwie auch seit Neuestem mit den Griechen im Krieg bin, wobei die liegen nicht mit Bulgarien im Krieg. Das heißt, ich kann ja eigentlich nichts machen, außer über die Bulgaren nach Türkei vorstoßen. Die haben mir echt die Gebiete der Tschechen gegeben, die Sowjets. Jetzt haben wir noch... Oh. Na, das ist aber blöd jetzt. Wegen dieser einen Provinz kann ich jetzt Österreich-Ungarn nicht wiederherstellen.
Das ist problematisch. Ich meine, rein theoretisch, das ist ja ein Vasall der Franzosen. Ich bin mir sicher, die Franzosen hätten bestimmt sehr viel Interesse daran, wenn ich ihnen Belgien oder Niederlande später abtrete in meiner Großherzigkeit. Wir haben jetzt einfach mal ganz fair Wallonien getauscht mit dem östlichen Sudetenland. Wo war es denn? Hier mit dem kleinen Flecken da. Und damit können wir nun offiziell das Österreich-Ungarische Reich wieder ausrufen. Und wir sind ja jetzt ein kommunistisches Österreich-Ungarn und... Die Flagge ist cool. Unsere Manpower auch. Wir sind bei 10 Millionen. Geil. Polnischen Überreste nach 2 Jahren werden auch mal entfernt. Ist 1946, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin gerade ein bisschen bedient. Spanien ist jetzt noch in den Krieg gegen Portugal mit beigetreten. Wir sind erfolgreich gewesen, damit Österreich-Ungarn zurückzubringen. Es war unfassbar unterhaltsam. Es war mega spannend. Ich glaube, das war eines der spannendsten Videos der letzten Jahre. Wobei, den Kanal gibt es ja mir. Wir würden jetzt noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen türkisches Kebab, ein bisschen asiatisch essen gehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen hier drüben bei den United States ein paar Slaven mit einräumen. Aber nö, wir sind fertig für heute. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin zufrieden. Wir haben jetzt hier 7 Stunden meines Lebens verschwendet und damit verbracht, wieder meine unmögliche Bündnissituation aufzukrümeln und erfolgreich ein Projekt zu Ende zu bringen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und nicht vergessen, keine Krabben essen. Tschüss.